Hallöchen, hier der Nadef hier und willkommen zurück bei Fallout 76 Wastelanders, wo es weitergeht, hier zurück im Pfadfinder Pionierlager, wo es weitergeht, heute mit dem nächsten Opossum Themen Prüfungsfragengebiet, irgendwie so, und heute möchte ich euch alle richtigen Antworten zu sämtlichen Fragen aus dem Prüfungsgebiet wandern. Näher bringen. So, fangen wir an. Los geht's. Lizzie unternimmt eine Wanderung und bemerkt ein Bärenjunges auf dem Weg. Was sollte sie tun? Sich langsam zurückziehen und mit ruhiger Stimme sprechen, während sie das Bärenjunge im Blick behält. Welche Krankheit wird durch Zecken verursacht? Borreliose. Charles ist aus Versehen in eine Bärenfalle getreten. Was für ein Tollpatsch. Was kannst du tun, um Charles zu helfen? Die Falle entschärfen und nahe des betroffenen Bereichs ein Stimpack injizieren. Beim Wandern im Wald sollte man am besten so viel Haut wie möglich bedecken, weil man so gegen Gift-Efeu, Gift, Eiche und Sonnenlicht geschützt ist. Richie und Ted haben den Vormittag mit der Suche nach einem guten Lagerplatz verbracht. Welcher dieser Orte würde sich am besten eignen? Nah an einem Bach auf einem sanften Hügel. Wo ist der sicherste Ort, um nachts, während du schläfst, deine Nahrungsmittel zu verstauen? Aufgehängt zwischen Ästen. Wann ist die beste Zeit, um ein Lager aufzuschlagen? Mehrere Stunden vor Sonnenuntergang. Hinterlasse keine Spuren. Sarah und Jesse bemerken beim Wandern eine riesige Schlange auf dem Pfad. Was sollten sie tun? Einen großen Bogen um die Schlange machen und sie dabei im Auge behalten. Was ist der Hauptgrund dafür, dass man Wasser nicht direkt aus einem Bach trinken sollte? Es könnte gefährliche Parasiten und Bakterien enthalten. Ricky bemerkt, dass er von einem Berglöwen verfolgt wird. Was sollte er tun? Er sollte ihm in die Augen blicken, sich so groß wie möglich machen und viel Lärm veranstalten. Josh entdeckt neben einem Baum eine Ansammlung von Pilzen. Was sollte Josh tun? Er sollte sie sich genau ansehen, aber nichts weiter tun. Ryan ist den ganzen Tag gewandert und bemerkt nun, dass sein Mund trocken ist und sein Kopf schmerzt. Er ist müde und ihm wird schwindelig. Wahrscheinlich ist er vollkommen ausgetrocknet. Was hat beim Campen keinen Nutzen? Jangles, der Mondaffe. Mary hat sich gerade ganz neue Campingausrüstung gekauft. Was sollte sie als erstes damit machen? Vor dem Ausflug zu Hause alles aufbauen und sich damit vertraut machen. Wie kleidet man sich passend für eine Wanderung? Mehrere dünne, leichte Schichten tragen, die man aus- oder anziehen kann, wenn sich die Temperaturen ändern. Molly
wurde vom Rest der Gruppe getrennt. Was sollte sie tun? Sie sollte stehen bleiben und rufen, damit sie von jemandem gehört und gefunden wird. Nachdem du Wasser aus einer natürlichen Quelle gewonnen hast, möchtest du es zum Trinken aufbereiten. Wie lange musst du es dafür kochen lassen? Eine Minute. In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf? Osten. Benjamin hat sich im Wald verlaufen. Er hat aber eine Quelle für sauberes Wasser gefunden. Wie lange kann er überleben, bevor er verhungert? 3 Wochen. Okay, das waren alle richtigen Antworten zu dem Themengebiet Wandern aus der Opossum-Theorieprüfung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.